Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute gucken wir uns ein Video an von dem Kanal Newsflare und zwar geht es hier um Reflexe im Straßenverkehr, die wahrscheinlich schnellsten Reflexe im ganzen Straßenverkehr hier auf Video. Das gucken wir uns an. Den Kanal packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung, ne, auf Ehrenbruderbasis und so, weil eine Hand wäscht die andere und so, dies, das. Apropos Reflexe, wenn ihr schnell seid, ich packe euch in der Videobeschreibung auch nochmal einen Code rein, nämlich einen Code für Style Your Cap. Und zwar Style Your Cap, das ist die Seite, wo ich meine Cappies immer mache. Das sind die hier, ne? Wenn ihr euch eine Cappy machen wollt dort, was ich euch empfehlen kann, weil die Qualität dort sehr gut ist, und 10% sparen wollt, dann packe ich euch unten in die Videobeschreibung einen Code. Da könnt ihr dann 10% sparen bei der Cappy oder bei dem ganzen Einkauf. Ich weiß nicht, wie lange der Code gültig ist, deswegen schreibe ich ihn jetzt hier rein. Nutzt ihn, macht euch eine Cappy da zurecht. Ihr müsst natürlich nicht ChrisTV, ihr könnt euch auch eine eigene machen. Qualität ist top, kann ich wirklich nur empfehlen. Das werden nicht meine letzten Cappys sein, ich werde definitiv wieder welche machen. Ja, dann fangen wir mal an mit dem Video. Achso, bevor das Video startet, machen wir eine ganz kleine Challenge noch nebenbei. Also wir dürfen nicht sagen, Alter, was? Boah, heftig. Junge, niemals. So, das sind die Sachen, die wir nicht sagen dürfen. Wir müssen aufpassen jetzt, ne? Aber was dürfen wir sagen? Alter. Okay, wir fangen jetzt an. Oh, da kommt schon einer von vorne. Oha. Hä? Achso, der hat sich verfahren. Geisterfahrer. Ja, Leben gerettet, sage ich mal, ne? Warum ist es eigentlich ohne Ton hier? Hört ihr was? Ich höre nichts. Ton? Eieiei, die Biker wieder. Ah, jetzt mit Ton. Hi! Tschusch. Habe ich irgendwas gesagt? Nein, ne? Ah, ja, nur Tschusch gemacht, ne? Und ich habe nicht das gesagt, was wir nicht sagen dürfen, ne? Oha, er sieht den nicht. Er sieht den. Ja, das ist, ich weiß nicht, aber ist es als LKW wirklich so, als LKW-Fahrer so, dass man das so gar nicht sieht? Ich meine, du musst das doch sehen. Oha. Und der hier hinten. Alter Schwede. Oh, Tunnel ist nicht gut. Tunnel ist nicht gut, wenn da was passiert. Ach so. Junge, aber ganz ehrlich, ne, du Otto. Ja, da guckt er doof, ey. Ehrlich, mal ohne Scheiß, ne. Was fährt der denn da drinnen rum? Ja. Ja, ja, guck mal. Mann. Oh! Ohne Scheiß. Da kann ich nur wirklich wieder sagen, diese Situation hier habe ich fast jedes Mal nachher Nachtschicht, wenn ich nachher Nachtschicht nach Hause fahre, kommen mir dann diese Frühschichtleute entgegen und die kommen alle so. Entweder haben sie super eilig zur Arbeit oder kommen zu spät, keine Ahnung. Ich habe so oft nach einer Nachtschicht habe ich diese Leute, die mir entgegenkommen, wo du sagst, ey, ohne Scheiß, ich habe schon mein Leben und auch das vielleicht von denen, der mir entgegenkommt, ist so oft gerettet, indem ich irgendwo rübergefahren bin, gebremst habe und ausgewichen bin. Ich weiß nicht, was die denken, Alter, ohne Scheiß. Ach, Spiegel nur weg, zum Glück, Alter, zum Glück. Mann, ich verstehe das manchmal nicht, Alter. Jetzt ist wieder so eine Situation. Das ist wieder so eine Situation, ne? Du fährst und guckst so, okay, welcher könnte es sein? Und auf einmal komplett das andere Auto, was du gar nicht, womit du gar nicht rechnest. Okay, wer könnte es sein? Der Schwarze? Der SUV? Nee. Oha, siehst du? Das meine ich. Einfach so mittendrin. Krass. So, der will nochmal schön. Oh, ey. Nee. Ich kann es ja nichts zu sagen, ohne Scheiß. Ja, schöner Dreier-BMW hier übrigens an dieser Stelle mal einmal. Gruß geht raus an meinen Dreier, der in der Garage steht. Ah, meiner ist schöner. Und schneller. Ich sehe es an den Auspuff, es ist nur 2, es ist vielleicht 3,25. Aber auch schön. Hauptsache Cabrio. Der bleibt wenigstens heile. So, der ist es nicht. Passat. Alter. Hä? Aber wo ist denn dagegen gefahren jetzt? Audi A5. Und, hallo. Alter Schwede. Ja, also.
Ey, das sind so eine Standardsituation, wo ich, wenn ich das so sehe, ist so typisch, das habe ich schon so oft erlebt, nur bei mir ist glücklicherweise nie was passiert, ey. So, er jetzt hier. Ja, dann gib jetzt auch Gas. Oh! Tiguan, ne? Ne, nicht Tiguan, warte mal, nicht. Oh, warum habe ich immer dieses Bedürfnis, das Auto zu erraten? Tiguan? Ne, ist nicht Tiguan. Turan. So, jetzt aber. Uran. Oh, Kinder ist immer gefährlich. Ja, genau. Oh, Alter, die Mutter. Oh. Uff, jetzt habe ich es gesagt. Nee, das war keine Absicht. Oh. Guckt euch das an. Ey, ohne Scheiß. Und deswegen, wenn ich Auto fahre und sehe irgendwo ein Kind, auch wenn es nur irgendwo da hinten irgendwo in der Ecke langläuft, ich mache schon einfach einen Bogen, weil die Kinder, das, ich weiß nicht, die können zaubern. Die sind irgendwo da, auf einmal, buff, stehen sie vor dir. Oh, die Mutter, Alter. Ey, die Mutter möchte ich... Man müsste wirklich mal die Mutter an... Danach aussteigen und fragen so, und? Wie fühlen Sie sich... wie ist ihr Puls gerade? Oh, feier, ey. Alter Schwede. Hier, modern, Alter. Vor allen Dingen, die Kinder gehen noch zurück. Modern feist fast noch über mir. Alter Schwede. Oh Gott, ja. Ja. Meine Güte, ey. Ja, genau. Das F-Wort. Guck dir das an. Kann ich nicht nachvollziehen. Guck mal, wie kann man das so ekelhaft eilig haben? So, da vorne bin ich. Das ist das, was ich meine. Seht ihr das? Der eine da, der vorne von vorne kommt. Das bin dann ich. Nach der Arbeit. Und will nur nach Hause. Und so einen Vollidioten da hast du ewig. Warum? Verstehe ich nicht. Ich fahre auch nicht immer super langsam. Und fahre auch mal gerne zügiger. Aber dann immer an Stellen, wo ich das wirklich einsehen kann. Ohne Witz jetzt. Oh, da könnte ich mich aufregen, ne? Okay, ja. Oh, alter Lachs, ey. Gucke, wieder Leben gerettet. Ja. Oh, hier wieder so eine unscheinbare Situation, wo du nicht weißt, wer es jetzt ist. Alter, hier, die BMW-Fahrer, ne? Da haben wir sie wieder. Aber das sind immer nur die Fünfer. Die Dreier-BMW-Fahrer fahren alle vernünftig und... Also vernünftig, ne? Ich wollte gerade sagen, ruhig nicht, aber es sind immer die Fünfer. Naja, guck dir das an, heftig. So, jetzt wieder so eine unscheinbare, jetzt kommt wieder so ein BMW, wa? Oder ein Tier. Irgendwas, was passiert jetzt? Guck mal, da denkst du wirklich, du fährst auf der Autobahn und du siehst ja, es ist nichts, es kann dir nichts passieren. Hallo? Hä? Da ist doch irgendwas. Ach, was? Ein Helikopter? Nee. Jawohl. Alter, da rechnest du ja wirklich mit allem, ne? Aber nicht, dass ein Helikopter da landet. Krass. Ja, so. So, ja. Das war das Video schon. Ich fand es kurz, aber sehr, sehr... Wie soll ich sagen... Kurz, aber sehr aufregend fürs Herz. Also. Uiuiui. Und das waren Situationen wirklich, die kommen tagtäglich vor, ne? Ich habe das ganz oft, also leider. Wie gesagt, bei mir ist es irgendwie immer nach der Nachtschicht, wenn ich morgens nach Hause fahre. Also für die Leute, die Auto fahren, fahrt vorsichtig. Und ihr habt gerade gesehen, ihr habt manchmal eine Strecke, die wirklich gut einsehbar ist und ruhig ist. Also achtet wirklich auch auf andere. Ihr müsst leider auch auf Fehler anderer achten. Das ist halt leider so. Fahrt vorsichtig, wie gesagt, und vielleicht sogar noch ein bisschen gespritzt vor lauter Freude. Ja, fahrt vorsichtig und passt auf euch auf, bleibt gesund und denkt dran, ne? Hier, Kot und so. Cappy machen. Also ich werde mir auf jeden Fall noch mal eine gönnen. Scheiß Sucht immer. Hab ja nur einen Kopf, aber 15 Cappys. So, dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!